Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch wieder was zeigen, wie vor ein paar Tagen mit meiner Karte und dem Segelschiffchen. Geht hier im Prinzip auch wieder darum, mit dem Vintage Photo Ink zu arbeiten und das hinterher dann mit der Krakelierpaste abzudecken und dass es so ein bisschen durchkommt. Ich mag diesen Effekt einfach sehr gerne. Auch in diesem Fall sieht man dahinter nicht mehr ganz so viel von. Aber wurscht, es ist da, ich weiß das. Ich habe, wie gesagt, jetzt erstmal nur Gesso hinten auf die Kraftkarte gepackt, das noch ein bisschen durchguckt. Ich habe das nicht komplett bedeckt und arbeite jetzt mit einem Tuch die Tinte ein. Da gehe ich jetzt einfach so drüber. Das muss man nicht verblenden mit irgendeinem Schwämmchen oder mit irgendeinem Tupfer oder was weiß ich, mit diesem Bürstchen. Ganz einfach drauf, man sieht es ja hinterher sowieso nicht mehr. Das kommt ja dann durch die Krakelierpaste durch. So, hi guys, I will show you a piece. I did something similar recently, 2 or 3 days ago, with this vintage photo ink and put it onto the gesso. Gessoed the page here first and then I put crackling paste on top. And I, as I said before, really, really like this effect when the vintage photo ink seeps through and it looks so vintagey and so distressed and so shabby. I really like that. You know, I love it when it doesn't look so neat. It's not mine. It isn't, so can't help. So this crackle paste needs to dry first and then I will go on and I work here with Bistre. And I used it recently in some art. I use it actually regular, you know. That if you know my videos, you know that I use it every now and again. And those are organic colors, or it's medium made from bark and coal and different stuff. So you are not having a huge range of colors, but I like the way it works. It works a bit like watercolor. It is not permanent, that's for sure. It's a water-soluble media. But I think these colors, I quite like them because they are not so neat and they're a bit wishy-washy and a bit distressed. And to me, it's perfect for the way I work and often my maritime themes. It goes really well with maritime themes, so that's why I like to use them. And I use here a stencil first for the background, go over the card or the page, it's not a card, over the page, and that will just be the background. You will, on the left, you see all my paper clay shapes there, the mussels and the shells and everything laying around, and that's what I will use later. So, ihr habt ja gesehen, das Bistre habe ich benutzt für den Hintergrund. Das ist ja so ein Medium, so ein wasserlösliches Medium, das ich hin und wieder benutze. Das wisst ihr, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut. Das ist so ein Naturmaterial oder ist aus natürlichen Sachen gemacht, wie Kohle oder Baumrinde und solchen Sachen. Ich mag die ganz gerne, weil es eben nicht so ordentlich und sauber aussieht. Das hat so einen Distress-Look. Und man bekommt halt auch nicht alle Farben, das ist ganz klar. Man muss mit dem arbeiten, was die Natur so hergibt an Farbe. Ich habe das in Grün oder im Grün-Blau, das ist ein Grün-Blau, Gelb, Braun und Mahagoni. Ja, diese 4 Farben. Und damit arbeite ich dann auch ganz gerne. So, und für den Hintergrund habe ich dann erst die Schablone genommen, einfach um auch so einen Übergang zu haben von der Mitte, wo ich jetzt wirklich dimensional meine ganzen Fimo-Klamotten da aufgebe. Die habe ich alle mit Fimo gemacht, die Muschel- und Schneckenformen. Einfach um eben von sehr dimensional auszugehen und das wie so verblendet zu haben, bis zum Rand, wo dann nichts mehr ist. Und im Moment gehe ich jetzt noch mit einer Schicht Gesso drüber. Einfach um das Ganze auch abzuschließen und auch wieder oben auf der Oberfläche arbeiten zu können, weil einige von den Sachen, da hatte ich schon drauf gearbeitet, das ist auch versiegelt mit einem Varnish und dann würde jetzt das Bistre nicht mehr so gut angenommen werden. You know, I put all my shapes on the top here
now, and I used modeling paste and blended it out. So, and what I do now, I'm using gesso on top of my shapes, because some of them, as you could see, are already worked on and sealed with media, whatever. And then I put a really good amount of gesso on top, because I want to work with bistre, and the bistre wouldn't really soak in or work or stick on top of my molds or on my shapes here, if that would be sealed, you know, with a gel medium, whatever was on there. So that's why I put some gesso on top. So first a good spray of water or with water on top here, and then I use my bistre. Ich habe dann hier erst angefangen und das nochmal ordentlich eingesprüht mit Wasser, natürlich nachdem alles trocken war, ganz klar vorausgesetzt, und dass ich hier auch, sorry, dass ich hier auch schön überall in die Ecken komme. So, und jetzt fange ich an mit meinem Bistre. Ja, ich gehe erst ein bisschen hier auf die Seite, könnt ihr ja sehen, verflüssige das ein bisschen mit Wasser, bevor ich dann richtig, aber ich gebe schon sehr viel auf hier in der Mitte, weil ich das schon dunkler haben wollte. You know, I have a bit of water on the right and thin it down tiny bit, but I wanted to have it really dark, much darker than on the page, of course. And the more concentrated to use it, you use it, then the more it will be, or the darker it will be, of course. And at the end of the day, it is not watercolor paper anymore, and it's the surface is not that porous anymore, so it won't stay that good on top. I was aware of that, but I'm fine with it. I'm quite fine. I quite like it. Left one layer to dry completely and then went over it again to darken it up a bit. Ich habe dann hier, natürlich, wenn du einmal die Sachen versiegelt hast, dann hält das nicht mehr so gut da drauf, wenn du so wasserlösliche Medien hast. Aufnahmen, Aquarellpapier hätte das jetzt besser gewirkt. Oder wenn ich die Muscheln da porös gelassen hätte. Aber ist absolut in Ordnung, ist absolut okay für mich. Ich habe das jetzt ganz gut hingekriegt, eine Schicht schön trocknen lassen und dann nochmal sehr konzentriert auf die Oberfläche aufgetragen. Und ich denke mir, so wie es so aussieht, finde ich es eigentlich auch super schön. Sehr messy, also sehr unordentlich und ja, so wie es sein soll. Und das sieht so auch nach Meer aus und so ein bisschen dem Wetter ausgesetzt. Und ja. So, das ist jetzt so ein Stück Treibholz. Da habe ich jetzt einfach nur mit dem Stift die Seaside drauf. Das kommt jetzt hier hin, mit Silikon befestigt. Und das war es dann schon. Dann werdet ihr schon das Close-Up sehen. So, guys, this is the... It's a bit of thingy wood and driftwood. Driftwood. And I put the word Seaside on it. And that's it. Then I stick it there with silicone just to have it a bit more dimensional. And this is the close-up already, and you can see, I think this is such a yummy distressed background. I love it so much, and that's just so me. And you can see a tiny bit of my technique in the background, that the distress ink come through. But yeah, could have left it more open at the edges, but yeah. So I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time, but don't forget to stay creative. So, bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wenn das dann so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen, das wisst ihr. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Aber bitte vergesst nicht, kreativ zu sein. Bis dahin, macht's gut, tschüssi.